Vielen Dank, Frau Dr. Vollmer-Otto. Dann erteile ich jetzt das Wort Frau Silvia Rentsch. Sie haben auch 3 Minuten. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Frau Vorsitzende, ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich heute hier als Sachverständige mit eingeladen worden bin und begrüße eigentlich die Vorlage der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, zum nationalen Aktionsplan gegen Homo-, Trans- und Interfeindlichkeit in der Bundesrepublik zu etablieren. Hervorzuheben ist, dass in der Vorlage ganz viele Aspekte aus der Community von Lesben, Schwulen, Transsexuellen, Intersexuellen und queeren Menschen Berücksichtigung finden. Um Menschen aber selbstbestimmt in ihrer Persönlichkeit sich entwickeln zu lassen, braucht es mehr als nur Lippenbekenntnisse. Gerade wir sehen das in den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wo es kaum Angebote für trans- oder intergeschlechtliche Menschen gibt. Wenn, dann nur in den Großstädten und dann auch mit sehr hoher und langer Wartezeit. Dabei müssen aber genau diese Angebote in den ländlichen Raum wirken. Viele Regelberatungsstellen sehen sich überhaupt nicht in der Lage, zum einen fehlen ihnen eine Finanzierung oder sie haben nicht die notwendige Kompetenz dafür, solche Beratungen oder Angebote vorzuhalten. Dazu kann der Landesaktionsplan oder der nationale Aktionsplan natürlich einen Rahmen setzen und einen Rahmen schaffen, dass die Länder hier befähigt werden, entsprechende Strukturen zu schaffen. Das Gleiche gilt aber in Schule, Bildung, im Gesundheitswesen, in der Gewaltprävention. Hier kann der Bund mit dem nationalen Aktionsplan einen Rahmen setzen, der die Lebensverhältnisse auch in den ländlichen Raum wirken lässt. Gerade wenn ich schaue in einige Gebiete von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, das Eisfelder Land, Ostsachsen, wo doch der Rechtspopulismus stark verbreitet ist und weiter im Vormarsch ist. Genau hier müssen Menschen geschützt werden und ich denke, hier kann der nationale Aktionsplan einen Rahmen setzen. Danke. Vielen Dank.